Seid gegrüßt, meine lieben, tapferen Freunde, zur ersten Folge bzw. zu Folge 0 von Die Insel, Minecraft Die Insel. Was ich jetzt erstmal machen muss, das ist sie noch nicht. Das ist zwar genau die Insel, auf der das Ganze stattfinden wird, aber ihr seht, ich bin noch im Kreativmodus und nicht im Hardcore-Modus. Das wird dann erst mit Folge 1 losgehen, ja, und das wird gleich stattfinden. Die Folgen kommen nämlich dann hintereinander raus, damit ihr gleich reingeschmissen werdet ins Geschehen. Und ihr hört schon Minecraft-Musik ganz leise im Hintergrund. Und das hier ist unser Handlungsort, die Insel. Ja, ich will mich in den Hardcore-Modus stürzen, das erste Mal, und versuchen, auf dieser Insel zu überleben. Dafür gibt es einige Regeln. Und zwar auch für alle anderen, die dann den Seed von dieser Insel kriegen und ebenfalls Aufnahmen machen. Da gibt es einige Regeln. Und Regel Nummer 1 ist erstmal, dass wir keinen Kompass verwenden dürfen. Das heißt, ich werde mal, nee, nicht Wegpunkte, wo kann ich den ausblenden? Aus und aus. Es gibt keine Mods, also es dürfen nicht keine Mods eingesetzt werden wie Kompass oder ähnliches. Das einzige ist jetzt halt Optifine, was ich hier drauf habe. Das ist auch in Ordnung, aber ansonsten keine Mods darf man nehmen für das Ganze. Man muss oder man darf nur hier auf der Oberfläche von der Insel, also nur auf dieser Insel, auf der Oberfläche, nicht unten drunter in irgendwelchen Gängen oder sonst was, sondern nur hier auf der Oberfläche ein Bett errichten. Und wenn man dann irgendwann mal woanders hinreisen sollte, was nicht verboten ist, darf man aber dort kein Bett aufbauen. Das heißt, man kann dann die Nächte da nicht überspringen. Das ist die Regel Nummer 2, also keine Mods, nur ein Bett auf der Insel. Und dann kann man halt auch nur da schlafen, nur da seinen Spawnpunkt machen. Jeden Tag wird eine Folge rauskommen. Das heißt, jeder Minecraft-Tag von Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang vom Folgetage ist immer eine Folge, egal ob da geschlafen wird oder nicht. Was gibt's noch? Ja, das war's eigentlich, ne? Und ja, es gibt ein großes Ziel bei diesem Ganzen, und zwar ist das, eine Diamantrüstung zu craften. Wenn man das geschafft hat, sich eine Rüstung aus Diamanten gemacht hat, dann hat man sozusagen das Spielziel erreicht. Aber ich glaube, so weit werde ich nicht kommen. Ihr vielleicht schon. Denn ich habe vor, sobald ich hier, tot bin sozusagen, eure erste Folge, das heißt die Folge, wo ihr an euer Tag 1 sozusagen auf der Insel, den werde ich mit in die Playlist hier packen, wo diese Videos laufen. So als kleines Dankeschön, dass ihr euch daran beteiligt habt. Und vielleicht wird ja dann der eine oder andere auf euch aufmerksam dadurch, dass ihr auch ganz gute Let's Player seid oder so. Also alle Let's Player und alle, die die Möglichkeit haben, Videos aufzuzeichnen, sind gefragt. Ihr könnt ebenfalls hier eine Die Insel-Aufnahme machen, mit den gleichen Regeln natürlich. Keine Mods, nur auf der Insel schlafen und Endziel sozusagen eine Diamantrüstung. Ja, und alles andere wird sich dann ergeben, werde ich sagen. Es gibt hier eine kleine Höhle. Ihr seht schon, es gibt auch Schweine, es gibt auch Schafe jetzt auch. Aber ich glaube, am ersten Tag war hier noch kein Schaf. Es gibt ganz viele Tintenfische, es gibt Hühner, alles, was man so braucht. Ja, jetzt verabschieden wir uns mal hier von der Luftansicht von der Insel, würde ich sagen. Und gehen dann mal in den Hard-Mode. Also in den Hardcore-Mode. Das heißt, wenn wir sterben, ist alles gelöscht. Dann wird der Spielstand gelöscht und alles. Alles klar, Freunde. Also gehen wir mal rüber zu Schmitz. Musik aus, natürlich. Jetzt gehen wir mal speichern und zurück zum Hauptmenü, genau, und Einzelspieler. Und jetzt geht's los, Freunde, das zeige ich jetzt noch hier in diesem Tag 0. Neue Welt erstellen, und hört mal die schöne Minecraft-Musik, kennt man gar nicht so, wenn man immer mit irgendwelchen Playlists spielt. Neue Welt erstellen, wir nennen die mal, und so müsst ihr die dann auch immer nennen, würde ich sagen, damit ich das unterscheiden kann. Opa, also nicht alle Opa-Zerons-Inseln nennen, sondern halt euren Namen und dann Insel. Opa Zerons. Und dann ein Bindestrich. Könnt auch einen zwischen freilassen, so. Die Insel. Insel, so, ne? Und da, ihr schreibt dann halt Hans-Peter Franzbert die Insel oder Klaus-Dieter Marianne die Insel. Spielmodus ist das ganz wichtig, Hardcore. Überlebensmodus auf der höchsten Schwierigkeit mit endgültigem Tod. Dann geht er hier auf weitere Weltoptionen. Jetzt kommt das Wichtigste, nämlich der Seed. Der ist
8817 61 ist eine Zahl, ihr merkt das schon. 4972 76 181 Ist das lang? 35 26 35 26 Okay, das ist der Seed. Bauwerke generieren lassen wir an. Welttyp ist Standard. Ganz wichtig, es ist die Version 1.8.0, also 1.8 müsst ihr nehmen, sonst wird wahrscheinlich eine andere Gegend generiert und dann klappt das Ganze nicht. Dann gehen wir hier auf, also hier, Sheets kann man nicht aktivieren, ganz klar. Bonustruhe aus, auch ganz klar, kann man auch nicht aktivieren. Jetzt gehen wir hier auf Fertig und dann starten wir. Jetzt geht's los, meine lieben tapferen Freunde. In der nächsten Folge mit Tag 1 Minecraft Hardcore, die Insel. Ich freue mich nicht, ich habe Angst, ganz ehrlich. Also, bis zur nächsten Folge. Neue Welt erstellen.